Woran krepierst du gerade? Oh. Bist du an einem Kristall hängen geblieben, ja? Tust mir leid. Nein, nicht wirklich. Oh, noch mehr Emeralds. Sehr schön. Ja, na klar. Machen wir uns die mal so. So. Und schon wieder Level 25. Oh Mann. So. Also wir werden auf jeden Fall wahrscheinlich ziemlich viele Tage da sein. Die Leute werden auch wahrscheinlich bei mir pennen. Was sicherlich eine sehr, sehr coole Aktion wird. Boah, die fallen doch hier bestimmt gleich alle von der Decke, die Viecher. Dann werden wir auch ein bisschen was machen und. Wow. Au. Ja, na klar, komm. Geh weg hier. Und du auch. Dummes Vieh. Fallt ihr hier alle von. Ich sag doch, die fallen hier von der Decke. Ich hasse sowas. Ah. Da mag ich ja lieber Höhlen. Da kann man wenigstens ein bisschen abschätzen, wo was sein könnte. Boah, schon richtig coole Höhlen hier, muss ich sagen. Aber ich glaube, das habe ich schon 600 Mal gesagt. Ja, und dann werden wir sicherlich auch ein paar Tage auf der Gamescon sein. Mal gucken, welche Tage wir uns da für uns verbuchen. Und ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt, weil ich habe auch noch keine Vorstellung, wie das so alles abläuft. Wie man da so alles treffen kann und sehen kann und so. Das ist bestimmt ganz lustig. Wenn man sich bestimmt auch mal ein paar große YouTuber angucken. Reizt mich ja schon so ein bisschen. Und ja, auch Gronkh reizt mich. Würde ich unheimlich gerne sehen. Mal so ein paar Worte mitwechseln. Das ist bestimmt ganz witzig. Wenn man denn die Möglichkeit hat, der wird wahrscheinlich dauerhaft belagert werden. Ohne Ende. Und so als kleines YouTube-Lichtlein, wie wir es nun mal sind, wird man da auch kaum eine Chance haben, irgendwie mal ein bisschen intensiver mit ihm zu reden. Aber trotzdem freue ich mich drauf. So, vor allem auch, dass man die ganzen Sebi-Kraft-Pappenheimer mal zusammen hat. Das hat auf jeden Fall was. So. Farmen, 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 farmen. Okay, ich glaube, Labes sollte ich bald mal liegen lassen, weil ansonsten habe ich 6000, obwohl das kann man auch für Thorncraft super benutzen. Also eigentlich kann man ja hier das Material inzwischen für irgendwas hier benutzen. Dementsprechend ist es nicht schwer, für irgendwas einen Nutzen zu finden, aber halt trotzdem. So, und dann wird es ja ab jetzt dann ganz lustig. Nach der Farming-Tour können wir nämlich endlich mit ein paar größeren Projekten starten. Dann sollte genug Material für alles Mögliche da sein. Darum bin ich beim ersten Mal auch direkt hoch und wollte das quasi retten, weil ich nicht riskieren möchte, dass man so eine Farming-Tour hier völlig umsonst macht, weil ich glaube, ihr würdet mich lünchen. So, okay. Aber Quarz ist auch extrem wenig. So. Na, wegen dem Zinn würde ich hier schon ganz gern hin. Aber ansonsten fällt mir eigentlich nicht wirklich ein Grund ein, hier runter zu laufen. Ne, wegen den anderen Sachen definitiv nicht. Machen wir uns mal hier so ein Brückchen hin. Kein Bröckchen, keine Angst. Genau. Und bauen mal das Zinn ab. Und lassen es in die Lava fallen, weil wir davon so viel haben. Ja. So. Oh Mann, guckt euch das an. Und ich sehe da drüben Dias. Also müssen wir da hin. Ah, verdammt. Eigentlich hätte ich jetzt sagen müssen, ich sehe hier gar nichts. Weil dann hättet ihr wenigstens wieder was zu tun gehabt, mir zu sagen, was ich denn alles Schönes übersehe. Aber da sich inzwischen so viele Leute beschweren, dass ich irgendwas übersehe, lasse ich das lieber. Ich will ja nicht mir euren Unmut zuziehen. Gerade nicht wegen so ein paar blöden Dias. So. Okay.
schauen wir mal, dass wir hier ein bisschen Platz haben. Und hier richtig auszubuddeln. Sieht aber gut aus. Aber wie gesagt, Quarz, also habe ich jetzt nicht wirklich viel gesehen. Ich denke mal, das ist dann weiter oben eher zu finden. Vielleicht steigen wir einfach gleich nochmal ein bisschen höher ein. Tschak, 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 tschak. So. Dias. Oh. Oh. Wollen die Dias konnte einsammeln? Ja, sehr gut. Dann werden wir mal kurz hier tauschen. Und der ist aber nicht voll. Nehmen wir mal den mal hier rein und den auch, weil die sind eh voll. Und schmeißen wir ein bisschen was ins System. Klack, klack. Eigentlich kann das hier oben alles rein. Das hier auch. Das hier, wie gesagt, also ich bin ein bisschen enttäuscht vom Quarz. Da hätte ich mir jetzt echt mehr vorgestellt. Schade. Na egal. So. Und wir brauchen dringend Woven Backpacks. Hier die. Die direkt aus Silky. Au, 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 au. Blödes Ding. Aus Silky Wisp. So. Und dann müssen wir, glaube ich, mal eine Bestandsaufnahme machen. Bin jetzt schon wieder bei fast einer halben Stunde. Und wie gesagt, also viel mehr als eine Stunde wollte ich euch jetzt eigentlich nicht quälen mit Mining. Boah, das Geblinke geht ja mir auf den Senkel. Aus dem einfachen Grund, dass es halt am Stück nicht unbedingt sein muss. Oh. Ah, ich hab's doch geahnt. Einfach mal gucken, ob wir jetzt so halbwegs genug zusammen haben. Ansonsten müssen wir wegen Zinn eventuell nochmal eine Runde drehen. Aber ansonsten denke ich, haben wir sehr, sehr viel. Und das Verarbeiten erspare ich euch. Schon wieder irgendwo ein Kristall übersehen? Ah. Und das Verarbeiten werde ich euch erstmal auch ersparen. Oh, da ist Quarz. Da würde ich gern hin. Nur wie, ist die Frage. Weil Lavabaden war nicht unbedingt so. Irgendwelche Monster, ne? Klack, 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 klack. So. Quarz. Quarz. Sehr gut. Was ist das hier? Hallo? Egal. Ja, wie gesagt, das Verarbeiten werde ich euch auf jeden Fall ersparen. Ist hier irgendwo Zinn? Ja, hier ist haufenweise Zeug. Ich wette sowieso, ich habe Dias übersehen. Irgendwo habe ich die bestimmt übersehen, denn wir alle sauer auf mich. Obwohl ich es noch nicht so ganz verstehe. Weil eigentlich haben wir bis jetzt immer alles geschafft, was wir brauchten. Also auch ohne, dass ich die übersehenen Dias hatte. Wahrscheinlich dauert euch das denn zu lange. Kann ich natürlich bei einem... Wow. Nicht so viel quatschen, mehr konzentrieren. Kann ich natürlich bei einem Endlos-Let's Play durchaus verstehen, dass euch was zu lange dauert, weil wir haben ja keine Zeit. Ups, nee, eigentlich schon. Wir haben sogar so viel Zeit, wie wir möchten. Aber ich glaube, ich kann euch auch ein bisschen verstehen, weil sicherlich einige denken, ich höre sowieso wieder nach 100 Folgen oder so auf oder 50 oder was auch immer. Wird aber diesmal definitiv nicht der Fall sein. Also keine Panik, es geht weiter. So. Wahrscheinlich länger als euch und mir lieb ist. So, du auch noch. Und du natürlich auch. Und den machen wir hier weg, weil ansonsten schmeiße ich da noch was rein. Okay. Silber, Aluminium. Das ist Alu, genau. Ein paar Level. Perfekt. Ist bestimmt auch wieder irgendwo. Ah, ne. So. Dann einmal hier durchgegraben. Den fetten Berg Kohle. Gott. Flip, 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 flip. Tschack, tschack. Okay, hier haben wir noch ein bisschen Alu vergessen. Und irgendwo höre ich Viecher. Na. Freund. War ja ein netter Versuch von dir. Ging aber nicht ganz gut für dich. Leider. Also für dich leider, für mich gut. Ein paar Emeralds. Ferros. Ach, ist das schön hier.
Hier unten will ich bleiben und dauerhaft nur noch abbauen. Okay. Zumindest solange ich nicht alles wieder hier hochschicken muss. Klack. Oh Mann, die Bestandsaufnahme nachher wird echt lustig, weil ich weiß noch nicht so ganz, wie ich das am sinnvollsten machen soll. Aber wir können ja wenigstens nach den wichtigsten Materialien mal gucken. So. Die Frage ist ja auch, wie kommen wir hier wieder raus? Das Portal ist ja bestimmt schon ein ganzes Ende weg. Tipp, tipp, tipp. Licht bitte. Dankeschön. Oh, ist das das, was ich denke? Yep. Da können wir uns jetzt dran totkloppen. Das ist Iridium. Das ist jetzt wieder ein bisschen ärgerlich, weil jetzt müsste man eigentlich... Man müsste sich jetzt entweder eine Diamantspitzhacke oder was Härteres halt machen. Weil Iridium ist echt selten. Oh, und dann sind hier auch noch gleich zwei. Das ist natürlich doof. Aber will ich mir jetzt aus Diamant eine Spitzhacke machen oder will ich mir ein anderes Material dafür nehmen? Ich bin mir echt unschlüssig gerade. Ich überlege noch, solange hier was zum Abbauen ist und entscheide mich dann spontan. Aber Iridium ist schon echt gut. Nur Iridium ohne Fortune abbauen ist wieder echt doof. Die Frage ist halt, ob ich jemals wieder hier hinkomme. Wahrscheinlich eher nicht. Das ist genau das Problem. Ja. Okay, ich werde es mir markieren und werde dann später nochmal drauf zurückkommen. Eventuell unter Umständen vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Man kennt es ja. Man nimmt sich so viel vor und eigentlich hat man viel zu viel andere Sachen zu tun. Und da vergisst man dann doch das ein oder andere so. Et Iridium. So. Okay. Und dann suchen wir uns jetzt mal den Weg zum Portal zurück. Mal ein bisschen Bestandsaufnahme und so. Ein bisschen checken, was wir so Schönes haben. So, Portal ist. Da ist der Dungeon. Kellerhöhle Portal. Ach, das sind ja nur 80 Meter, das geht ja. Dann können wir hier nochmal ein bisschen Quarz einsacken. Genau, ein bisschen Zinn einsacken. Oh, ein bisschen mehr Zinn und noch ein bisschen mehr Zinn. Zinn wird wohl dauerhaft unser Sorgenkind bleiben. Im Gegensatz zu diesem doch recht häufig vorkommenden Eisen. Und Redstone haben wir definitiv auch keine Probleme mehr. Aber das brauche ich auch in richtig großer Stückzahl, wenn ich mir überlege, dass ich ja für jede Zelle schon 40 Stück brauche, nur zum Befüllen, ohne dass wir die gecraftet haben. So. Oh, schon wieder voll? Mann, Mann, Mann. Also nimmt der langsam Überhand hier. Ich werde natürlich jetzt nicht auf striktem Wege geradeaus... Oh, da wollte uns doch schon wieder ein Lapis foppen. Hör mal, diese fiesen Lava-Lapis hier. Bin ich hier noch ein bisschen? Ja, es geht. Gut. So, okay, okay, okay. Du auch noch mit. Das ist schon wieder Level 35, viel zu weit. Eigentlich hätte man bei 30 schon wieder hochgehen müssen. Ich glaube, ich brauche mal einen portablen Verzauberungsdingsi-Bumsi. So. Oh ja, ich freue mich. Jetzt noch genug Holz oben und alles ist schick. Nee, Redstone lasse ich jetzt. So, wo ist das Portal da lang? Okay. Bauen wir jetzt einen direkten Weg da durch? Ja, komm. Ein bisschen Tungsten nehmen wir noch mit. Das hier nehmen wir auch noch mit. Muss sich ja lohnen. Oh. Das waren Dias. Sind hier noch mehr? Ja, natürlich. Mal eben zufällig auf dir. Oh. Was war denn das? Ach, Dual Shards. Cool.
Ja, das kommt davon, wenn man sich einfach durchgräbt. Dann findet man jede Menge Mist. Man schafft es im Endeffekt doch nicht, sich strikt geradeaus zu buddeln. Egal. So, jetzt erstmal hier weiter. Und hoffen, dass nicht irgendwo jetzt gleich eine fette Lavaquelle kommt, die uns alles zerreißt. Ah, es waren nochmal 6 Dias gerade, ey. Haben auch schon einige gefunden inzwischen. Oh. Wie übel. Ich meine, Alu ist sehr super, dann können wir nämlich Cans bauen ohne Ende. Und Kohle kann man natürlich auch nicht verachten. Ist hier jetzt eine Höhle schon wieder, oder was? Ja, natürlich ist hier eine Höhle. Warum auch nicht? Oh, Uran. Uran, Uran, Uran. So. Ach, ich komme hier nicht mehr raus aus der Höhle, sage ich euch. Und nicht, weil ich nicht rausfinde, sondern weil man einfach auf dem Weg überall hängen bleibt und... Ah, Quarz. Und ständig irgendwas Neues findet, was man gerne mitnehmen wollen würde. Okay, Lapis lasse ich, das lasse ich. Leveltechnisch sind wir sowieso in einem Bereich, der sich absolut gar nicht mehr lohnt. Also, um jetzt noch weiter Level zu farmen, meine ich, weil da fängt es ja nämlich an, ineffektiv zu werden. Weil ihr seht ja jetzt, was ich pro Level brauche. Und im Endeffekt ist ab Level 30 sowieso ziemlich Schluss. Oh, Uran. Ich ein paar Edelsteinchen noch mitnehmen. Gott. Bin schon wieder voll. Wahrscheinlich werde ich jetzt gleich von irgendwas umgerümst. So. Ihr seht also, ich habe durchaus einen Grund gehabt, warum ich da ein neues 4K-Modul reingepackt habe am Anfang, ja? Schon wieder so ein Mist. Also das war 100 pro mal irgendwas. Und momentan bin ich echt der Meinung, das ist aus Fossil und Archäologie gewesen. Weil das findet man hier gerade gar nicht. Überhaupt nicht. Also entweder hatte ich den zwischendurch draußen, den Mod oder so, dass deswegen entstanden ist und hatte da die Welt schon generiert. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind es erstaunlich wenig Monster unterwegs. Das finde ich schon mal... Ich werde den Tag nicht vor dem Abend loben, aber trotzdem finde ich das recht gut. Au. Ja, na klar. Wo bist du? Da unten. Sau. Ist mir jetzt aber egal, ob du da bist oder nicht. Ich will nur die Charts hier haben. So. Und dann müssen wir jetzt gucken, wo das Portal ist da drüben. Ah. So, mache ich gleich wieder zu. Dann kommt der auch nicht hoch. So, was haben wir denn hier noch? Oh, hier ist noch Platin. Verdammt. Klick, klick, klick. So, das will ich auf jeden Fall haben. Auch wenn wir es jetzt am Anfang sicherlich noch nicht gebrauchen können, aber später wird es da eine Zeit geben, wo wir uns freuen, dass wir es haben. Klick. Ups. Nee, kannst vergessen. So, ich buddel jetzt hier nicht weiter in der Lava rum, das ist mir zu heikel. Oh, jetzt sind wir, hier sind wir, okay. Cool. Oh, was ist denn das? Diamanten? Na, viel zu viele schon. Also teilweise komme ich mir hier vor wie in einer Dingswelt, in einer Dance-Ohr-Welt. Ganz ehrlich, so viel Zeug. Da verliert man ja glatt die Lust, was abzubauen. Nee, eigentlich nicht wirklich. So. Aber ich weiß, wo wir hier sind. Wir müssen jetzt hier rüber. Dann sind wir hier an unserem Fenster, genau. Ha! So, Tür zu. Tür zu. Und wir haben es Tatsache geschafft und wir leben noch. So. Und ich glaube, wir machen jetzt noch schnell die Bestandsaufnahme und dann werde ich diese Folge einfach in 2 Parts aufteilen, weil ansonsten sind wir jetzt schon wieder bei 40 Minuten. Ja. Machen wir mal kurz alles fertig hier. So, du kommst da rein. Dann brauche ich die beiden Backpacks. Die müssen jetzt auch noch entleert werden. Klack. Klack, die beiden. Dann
die beiden. Klack. Klack. So, sind die jetzt alle leer? 0, 0, 0, 0, 0. Gut. So. Du auch noch. Dann lassen wir ihnen das mal alles hier schön abgraben. Und in der Zeit werden wir uns draußen noch ein bisschen prügeln. Komm rein. Na los, Skelly. So, war's das? Yep, das war's. Sehr schön. So, er importiert immer noch wie ein Braver hier. Alle Viecher weg. Schießt er mir einfach einen Pfeil ins Haus? Ich glaub's ja. So, dann schauen wir doch mal, was wir jetzt Schönes haben. Also erstmal die Ores. Wir haben Manganese, okay. Zinn 34 ist natürlich nicht, aber gut, was sollen wir machen? 34 Zinn, 4 Platin, Zink, Lead, Monazit, wieder viel zu viel Eisen, viel zu viel Gold, Galena, Ferrus, Zinn, aber okay. Das heißt, ich werde jetzt erstmal gucken hier. Tin. Ja, Platin, haha. So, okay, dann machen wir das mal. Und jetzt nehme ich vorher einfach Gold. Da werde ich euch noch dran teilhaben lassen. So. Gehen wir mal kurz rüber in die Schmelze. Und aus das Zinn werden wir jetzt einfach mal eiskalt, soweit es möglich ist, verdreifachen. Und zwar nehmen wir dafür den Induction Smelter und schmelzen erstmal ein bisschen Gold ein. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon richtig konfiguriert habe. Nein, habe ich natürlich nicht. So. Und zwar möchtest du... Oh. Möchtest du bitte nach da... Orange ausgeben. Genau. So. Und jetzt, wenn wir Glück haben, fällt dabei ein bisschen... also das werde ich jetzt mit allen Erzen dann durchmachen. Und ich hoffe, dass wir Rich Slack dabei rauskriegen. Und wenn wir Rich Slack kriegen, haben wir eben den Vorteil, dass wir damit den... Zinn auch gleich wieder erhöhen kann, aber das hier können wir erstmal schon durchhauen, weil das pulverisiert ist, okay, so. Aber ansonsten wird das nicht so viel. So, und wie gesagt, hoffen wir mal, dass ein bisschen reiches Schlacke dabei rauskommt. So, aber wir wollten ja trotzdem noch eine Gesamtbestandsaufnahme machen und gerade, oh, verdammt, hast du keinen Platz mehr? Oh, ja, okay. Du hast Platz, du kannst jetzt hier abbauen, wie du willst. Hau rein. So, so, so. Okay, dann wird jetzt hier erstmal alles abhauen. Also die Farm lohnt sich schon so ein bisschen. Ich meine, viel Energie verbraucht die nicht und die bringt trotzdem eine ganze Menge Bäume. So, okay. Dann schmeißen wir das hier auch, Holz jetzt diesmal auch gleich mit rein. Zinn werde ich jetzt erstmal für mich behalten. So. Hier kommt hier auch alle rein. Jetzt können wir nämlich auch alles aus den Kisten ins System langsam feuern. Dann werde ich wahrscheinlich noch ein Modul machen. Also, ich glaube, Quarz war nicht so dicke. Ne, haben wir noch 63. Dias waren viel zu viele. Ja, haben wir inzwischen 49 Stück. Da können wir, glaube ich, ordentlich was mit anfangen. Und ansonsten gucken wir jetzt einfach nochmal durch. Bauxit ist erstmal irrelevant. Was interessant ist, sind hier so Saphir und den Kram. Rubis haben wir 134, das ist natürlich sehr nett, weil dann brauchen wir keine Diamanten nutzen für Energiekristalle und die können wir dann für die Lapatrons nehmen, das ist schon wieder sehr nett. So, und ich denke mal, ich werde jetzt einfach mal alles, was an Erzen ist, direkt hier einsacken. Silber, Tanks nicht, Platin brauchen wir auch erstmal nicht, Monazit ist uninteressant, Eisen nehmen wir auf jeden Fall mit. Ah, nicht das. So, Ferrus nehmen wir mit. Galena nehmen wir mit. Lohnt sich auf jeden Fall auch. Oxid brauchen wir nicht. Und Aluminium können wir auch durchschmelzen. So. War noch irgendwas, was relevant wäre? Ja, Lead. So, ist doch gar keine so schlechte Ausbeute. Ich meine, wie gesagt, wir haben jetzt ja
ziemlich viel an Diamanten und so einem Kram mitgenommen. Wir haben einen Haufen Uran gefunden, was auch sehr nett ist. Ich habe nicht eine einzige Biene gesehen, fand ich auch irgendwie ein bisschen merkwürdig. Aber genug Platz haben wir in den Modulen jetzt auch noch. Gut. Und dann werde ich mich jetzt wohl die nächsten Stunden damit beschäftigen dürfen, hier den Mist einzuschmelzen. Nee, so lange wird es hier nicht dauern. Aber ein bisschen Zeit wird es wohl in Anspruch nehmen. Wie viel haben wir jetzt dabei rausgekriegt? Ein Rich Slag, na super. Okay, dann wie sieht's mit Alu aus? Kriegen wir da Alu-Bars jetzt raus oder? Nee, kriegen wir Aluminium. Ah, es bringt Rich Slag, gut. Ja, dann werde ich den wohl nur mit Sand nachversorgen müssen, Stück für Stück. Na, was aber dank der Baumfarm auch nicht das Riesenproblem ist. Weil die produziert ja gleichzeitig als Abfallprodukt Sand, finde ich auch sehr cool. So, papp, papp. Und ich hoffe, dass ich dann jetzt endlich ein bisschen mehr Zinn raus habe, weil brauchen wir für so viele Sachen. Okay, so. Aber mit dem Einschmelzen und mit dem ganzen Mist hier werde ich euch jetzt nicht weiter belästigen. Ich würde sagen, wir haben eine ganze Menge geschafft, was Erze angeht. Das ist natürlich Zinn und so, könnte mehr sein. Kupfer haben wir gar keins gefunden, aber wie gesagt, das ist halt auch die falsche Ebene. Und ich denke, dann werden wir das nächste Mal hier mit dem Lager anfangen. Da gibt es ja einiges zu tun. Die Steine habe ich ja alle durchgeschmolzen, von daher sind wir da auch schon ein ganzes Stück weiter. Ja, würde ich sagen, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Die Folgen, wie gesagt, werde ich jetzt in zwei Hälften cutten, einfach mit 23, 24 Minuten, dann passt das. Und auch dann demnächst hochladen. Also, bis dann und schön, dass ihr dabei wart. Ciao, ciao.